Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Auch im Garten braucht man heutzutage Strom. Ein Pool im eigenen Garten ist ein wahrer Genuss, vor allem bei Temperaturen über 30 Grad. Vergessen Sie nicht, dass auch ein Swimmingpool Strom benötigt, sei es für die Pumpe, die Beleuchtung oder den Reinigungsroboter. Wichtig ist, die Gartensteckdosen vor Wasser, Schmutz und UV-Strahlung zu schützen. Anstatt im Garten über Verlängerungskabeln zu stolpern, verbannen Sie die Strominstallation in die Erde. Verwenden Sie Energiesäulen. Die integrierten Steckdosen erleichtern die Arbeit im Garten, denn dort lassen sich Rasenmäher, Elektrogrill oder Staubsauger zum Autoputzen ganz einfach anstecken. Ein Tipp für die Gartengestaltung: Verlegen Sie Leerrohre in alle Ecken, wo später Strom benötigt wird. Damit nachträglich das Einziehen der Stromkabel leichter fällt, kommt am besten ein Zugdraht mit ins Leerrohr. Strom im Garten wird auch für zeitgesteuerte Bewässerungsanlagen, elektrische Gartentore oder Beleuchtung benötigt. Speziell bei den Gartenlampen werden Solarlampen immer beliebter. Sie nutzen die Energie der Sonne. Tagsüber werden die Akkus durch das Sonnenlicht aufgeladen. Bei Dunkelheit geben sie bis zu 8 Stunden Licht. Beachten Sie, für alle Stromkreise im Garten sind Fehlerstromschutzschalter, besser bekannt als FI-Schalter, vorgeschrieben. Damit wird vermieden, dass defekte Elektrogeräte Menschen gefährden. Grundsätzlich gilt, sämtliche Elektroinstallationen im Garten müssen fachmännisch ausgeführt werden. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.